Für den Verbänger Fay. Komm, ich klaue die keiner draußen. Die bleibt nur drinnen. Wenn die drin ist lange her. Ich habe das lange her gemacht. Die beißt immer meine Füße. Ja, wollen wir Fay machen? Hey Fay. Hallo, du Zuckermaus. Warum dieses Punkt, Punkt, Punkt? Sind wir traurig? Wir sind traurig. Weil wir einen Song schreiben wollen, aber unsere Gefühle nicht offenbaren können. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben einen Song geschrieben, der Energy. Aber ja, ich habe es ein bisschen verkackt im Tonstudio. Also schon sehr, sehr viel Autotune geworden. Aber ich habe einen Song geschrieben. Wer willst du einen Song in einer Stunde? Bitte! Kannst du dich daran erinnern, dass du mir das erste Mal einen Song geschrieben hast und ich einfach kein Internet hatte und einfach alles geleckt hat? Aber dann will ich so einen richtigen Love-Song. Also Denergy, wenn, dann will ich so einen richtigen Love-Song. So richtig so romantisch. Jetzt sind wir beide zu Hause. Ja, bitte, aber so Romantik. Wirklich so Romantik. Romantik. So, wir kuscheln so auf dem Sofa. Also nicht kuscheln. Wir sitzen so auf dem Sofa und dann auf einmal die Knie berühren sich und dann du guckst so runter, ich guck hoch und auf einmal so hast du so meine Füße in der Hand oder im Mund, so ist ja egal. Und dann entscheiden wir uns dazu, zusammen einen Song zu schreiben und denken so, Alter, wir müssen das, was gerade in unserem Kopf abgeht, auf Papier fassen und in Wörtern aus unserem Mund rausbringen. Das wäre mein Ziel und mein Traum. Das ist wirklich unglaublich. Wir können auch einen Malle-Song schreiben, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Sorry, wusste nicht, dass wir nicht so direkt die Gefühle offenbaren. sie chillt so viel mit Dings, Digga. Wie würdest du in drei Wörtern unsere Beziehung schreiben? Unsere beide! Ich finde, unsere Beziehung hat sich in den letzten Treffen auf jeden Fall weiterentwickelt. Boah, Denergy, das ist schwer. Drei Wörter in unsere Beziehung. Liebevoll. Wir sind sehr liebevoll miteinander. Denergy und ich, wir sind sehr... Das ist kein Wort. Wie definiert man denn ein Wort? Überraschend. Für immer für eine Überraschung gut zu haben. In einem Wort, immer für eine Überraschung gut zu haben. Oder zu haben, you know? Ja, offen ist das so, oder? Wohin gehen wir aufs erste Date? Wir beide. Mann, was liebt Denergy? Außer Mallorca und Alkohol. Was? Wie wär's so mit Anime-Convention und so? Ich cosplay deinen Lieblings-Anime-Charakter und dann machen wir eine Anime-Szene nach und dann... Oder vielleicht auch einfach Malle. Was findest du besser? So? Kannst du Tsunade sein? Boah, ich würde gerne deine Tsunade sein. Eigentlich würde ich gerne deine Hinata sein. Das wäre schon... Was findest du an mir am schönsten? Dein Lächeln, dein Charakter, deine Art. Ich mag das. Du bist sehr lustig und mit dir kann ich immer lachen. Und ich mag das. Nicht viele Männer bringen mich zum Lächeln. So, du bist der einzige Mensch, wo ich sagen würde, wenn ich unter der Dusche stehe und singe, will ich nicht meine Stimme hören, dann will ich lieber deine Stimme hören. Okay, was soll ich noch fragen, Chat? Das eskaliert hier einfach. Ich bin einfach sprachlos. Hä? Sie übertreibt es vollkommen. Mann, ich bin heute schon wieder zu... Tut mir leid, Flirty-Laune, oder? Das ist schon wieder zu viel für mich. Tut mir leid. Was ist deine größte Angst? Oh mein Gott, das ist so eine gute Frage. Sehr meine gut gemacht. Meine größte Angst ist es, in Vergessenheit zu geraten. Ich möchte nicht von dir vergessen werden. Oh. Okay, wenn du nichts mehr hinzufügen willst, starte ich. Nee, mach was Schönes draus. Okay, Chat, wir sind da. Das Gesicht von MJ wollt ihr nicht sehen. Okay, ich hole mal einen Beat. Ja, das ist... Das, was wir wollen. Und das ist hier alles ein Format, was sehr fiktiv ist und nicht ernst ist. Und natürlich alles spaßig ist. Und wir das nur tun für die Unterhaltung. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und ich möchte nicht mit Fay mich körperlich betätigen. Auch wenn sie es gesagt hat, aber schon glücklich in einer körperlichen und emotionalen Beziehung bin. Deshalb alle Wörter und alles, was ich jetzt demnächst sagen werde, ist künstlerische Freiheit. Auch wenn ich sagen werde, dass ich sie richtig gerne mal zum Strand führen will. Nehmt es also mit Humor und habt viel Spaß. So, damit das geklärt ist, können wir jetzt anfangen. Ich f*** dir in den Pool. Der Beat muss einmal nur Klack machen und ich bin direkt da, Baby. Oh, it's time to get sexual. Baby, oh Baby, wie du mich nimmst, Baby, oh Baby, oh. Baby, we got only but you two. I don't even know it's you, me. It's gone, girls, where you from, baby. Ey, Beat ist 1 und 2 sind gerade Thai Chat. Wir müssen noch langsam anfangen. Was soll ich sagen? Kannst du bitte, Aura, warum? Hör auf damit. Doch nicht so hart da drüben. Kannst ruhig ein bisschen langsamer machen, Fay. Verdammt. Zieh die Beine hoch, lass dich einfach fallen, Fay, was du mir so machst. Deine Eltern wissen ganz genau, dass ich Geld verdiene und dich dann glücklich mache mit diesem Geld. Deswegen, Schatz, es ist alles Arbeit. Los geht's. Was du wieder machst, dein Body ist so gorgeous, Fay, wie du an mein Ohr schlägst. Oh.
Oh Mann, kannst du bitte aufhören, das tut ein bisschen weh. Ja, ah, kannst du echt, nee, nein, das tut echt ein bisschen weh. Faye, stopp den Beat, Mann, verdammte Scheiße, stopp den Beat, was soll der Scheiß, Faye? Oh yes. Verdammt. Zieh die Beine hoch, lass dich einfach fallen. Was macht der Tab oben? Welcher Tab? Weißt du jetzt so? Ich hab keinen gesehen. Hat sie was gehört, Chat? Ich schwöre, das kam automatisch. Ich habe nichts gehört, ich schwöre. Ich bin nur aus Versehen einmal draufgegangen. Eine Sekunde nur. Ich schwöre, ich habe mich gerade schon... Nein, es tut mir leid. So schlecht. Ich glaube, der hat mir ein Virus geschickt. Er hat mir einfach ein Virus geschickt. Lauf. Niemals im Leben. Nein, nein. Ich habe die Melodie gehört. Nein. Hey, hey. Sag, du bist zu laut. Ist. Was soll ich sagen? Kannst du bitte... Aua, warum? Hör auf damit. Doch nicht so hart da drüben. Natürlich. Kannst ruhig ein bisschen langsamer machen, Faye. Verdammt. Zieh die Beine hoch, lass dich einfach fallen. Steck dein Fuß in mein Mund. Dein Body ist so gorgeous. Wie du an mein Ohr schlägst. Oh Mann, kannst du bitte aufhören, das tut ein bisschen weh. Kannst du echt, nee, nein, das tut echt ein bisschen weh. Faye, stopp den Beat, Mann. Verdammte Scheiße, stopp den Beat. Was soll der Scheiß, Faye? Ich hab gesagt, ich mag das nicht. Okay, aber wir fangen nochmal von vorne an. Beat, fang nochmal von vorne an. Deine kristallblauen Augen. Meine blauen Augen? Dass du existierst. Der ist für dich. Kann ich kaum glauben. Zieh dich nochmal aus, zeig mir dein Body. Erst Sofa, dann Dusche, nein, nicht schrei das. Meinen nein. Namen laut. Alles was du sagst, gib mir Goosebumps. Es ist so krank, was dein Fuß kann. Steck ihn mir rein und ich steck ihn dir rein. Oh no. Ich mach dir 1000 Doppelgänger, wenn du willst. Du nein. Weißt, wie Hina das Spaß hat. Oh mein Baby, keiner wird dich vergessen. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich sing dein Song unter der Dusche im Bad. Hast von den ganzen Boys keinen guten gehabt. Deine Lippe, deine Fußsohle wie ich ab. Zieh dich nochmal aus. Und ich dich aus bis ganz nackt. Faye, ich warte nur auf den Tag, bis es bei uns beiden kracht. Tanz zu dem Tag. Tanz zu dem Tag. Tanz zu dem Tag. Faye, tanz, tanz. Tanz, wir sind nackt. Tanz zu dem Tag. Faye, ganz egal, was sie sagen, wir haben Schmetterlinge im Magen. Und wir sitzen auf dem Sofa, bis unsere Knie sich berühren. Nein, leider bist du so far von mir weg, doch du berührst mein Herz. Obwohl du meilenweit entfernt bist, fass mich an, zeig was du kannst, denn ich bin heute dein Mann. Ey, hab keine Angst, Sinatra, mein Lächeln Charakter wird sich nie verändern. Unsere Liebe wird die kentern, yeah. Zieh dich nochmal auf, zeig mir dein Bad. Sofa, dann Dusche, schrei meinen Namen laut. Steck mir dein Fuß gerne in den Mund. Jetzt sofort, ein Baby, Fuß. Sofort. Jetzt sofort, jetzt sofort. Sofort? Tanz zu dem Tag. Tanz zu dem Tag. Tanz zu dem Tag. Faye, tanz, tanz. Tanz, wir sind nackt. Tanz zu dem Tag. Unter der Dusche nackt. Niemals hast du das in einer Stunde gerade geschrieben. Ja. Was für einen Banger hast du da bitte gerade rausgehauen? Okay, mein Fuß wurde noch nie so oft erwähnt. Ja. Aber ja. Für diesen Song darfst du sogar beide in den Mund nehmen. Und das habe ich noch nie einem Mann angeboten. Holy Macaron. Und du hast mal meine blauen Augen geschrieben. Macaroni. Denergy, egal wo und wann, wir zwei, das andere kann ich nicht im Stream ausführen. Schatz, ich liebe dich. Ich auf guter Ebene. Wenn du mich hörst. Aber der Song war ein Banger. MJ, ich liebe dich. What the fuck?
fuck! Das war crazy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin voll überfordert und ich mach Double Time. Ich bin verliebt in deinen Love Song. Und in der Dusche bin ich auch immer nackt. Wir haben Gemeinsamkeiten. Hilfe! Ich habe einfach einen Liebessong und das ist das allererste Mal. Und Chat, wie fandet ihr es von 1 bis 10? Seid ehrlich? Chat, 1 bis 10? Ne, 11, oder? Das ist bei uns beiden Kraft, ey. Tanz zu